es geht wieder um die Ernährung, ja, oder wie können wir unsere Kinder ernähren? Das ist immer die Frage, was gebe ich meiner Tochter, meinem Sohn zum Frühstück? Falls ihr noch kleine Kinder habt oder erst gerade Mütter werden möchtet, dann vielleicht können wir gleich richtig beginnen, ja. Richtig, ja. Es gibt wunderbare Alternative, zum Beispiel jetzt zu Getreide, was man sonst so als Müsli kennt in der Früh. Das sind Leinsamen. Leinsamen sind sehr gesund, gell? Ja. Was gibt's da alles drin? Das sind die Omega-3 Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren, ja, auch Omega-6-Fettsäuren, glaube ich, ja, die sind da Ja, in. richtig. Natürlich sehr viele Vitamine, Mineralien, Ja. wie immer. Und Samen sowieso ist es super tolle Nahrung für die Menschen. Genau. Also, wir nehmen jetzt Leinsamen und das sind ganze Körner. Auf gar keinen Fall sollte man Leinsamen schon vorher geschrottete kaufen, weil die haben nichts mehr, die haben nur alte Fette. Das ist wirklich, die werden dann ranzig. Also, bitte nur frisch und immer nur frisch mahlen, bevor man dieses Essen zubereitet. Gell? Genau. Ich habe Kaffeemühle und diese Kaffeemühle ist bei mir wirklich ganz, ganz wichtiger Bestandteil meiner Küche. Ich mahle immer hier alles Verschiedene. Ja, ich Gell? auch. Und Kaffee gibt es bei uns nicht, aber dafür dann lauter gesunde Sachen. Also wir machen ein bisschen Leinsamenbrei. So, also wir machen jetzt kleine Portionen, sag mal so viel Leinsamen. Also das geht sehr schnell. Ich nehme jetzt einen Silberlöffel, apropos Löffel und Geschirr, welche wir verwenden. Wir haben reine Silbergabel, reine Silberlöffel, Holz. Dann gibt es auch Holzgabel, da gibt es diese chinesische Löffel. Die benutze ich gerne. Die sind sehr praktisch für die Einnahme von unterschiedlichen ätherischen Ölen, Ölübergabe. Also ich finde, die sind richtig toll. Ja, man sollte auf gar keinen Fall, also wirklich diese Oder Plastik. oder Plastikgeschirr verwenden. Für Rohkost sowieso nicht, weil Rohkost sehr schnell oxidiert, gell? Und dann, wenn du jetzt die Banane zerdrückst mit einer Gabel, normale Gabel, dann verlieren sich dort auch sehr viele Vitamine dabei. Genau. So, ich habe vorher schon Wasser gekocht und das ist ungefähr 50 Grad warm. Ja, kann man ein bisschen wärmer vielleicht machen, aber nicht 100 Grad, also nicht gleich gekochtes Wasser. Also 50 Grad, das ist genau richtig, weil wenn man das dann vermischt mit Leinsamen, ist es richtige Temperatur, bis man das gerührt hat, ist es ungefähr 40 Grad. Und so wie es sein muss, so wie wir das Essen am besten vertragen. Zu heiß soll man nicht essen, besonders für Kinder nicht, gell? Wichtig ist noch zu sagen mit dem Wasser. Ja, nehmen Sie bitte keine Leitungswasser. Besorgen Sie sich oder gute Aufbereitungsanlage oder wie wir das machen. Wir haben auch Umkehrosmoseanlage und Edelschwimmgerät, weil das Wasser bringt mit sich sehr viele Stoffe, welche dann natürlich können unsere Körper nicht gebrauchen, sagen wir so, um schnell auszudrücken. Oder man kann zum Beispiel Quellwasser besorgen. Wenn jemand hat diese, sag mal so, Luxus hier, ja, und hat Quellwasser vor Ort, super toll. Aber trotzdem, ich empfehle Edelschwimmgerät benutzen durch die Umwelt und Verschmutzung. Ja, es gibt schon ein gutes Video, wo wir gemacht haben über Schwimmgerät. Vielleicht schaut rein. Genau. Schau, das ist dann Super. diese Brei. Das ist sofort fertig. Ich habe jetzt bewusst kein Salz reingetan. Muss nicht sein. Also für Kinder
muss es nicht wirklich sein, dass wir Kinder gleich zum jedes Mal bei jeder Mahlzeit zum Salz angewöhnen oder auch Zucker. Also wirklich, es braucht gar nichts. Es ist schon fertig im Grunde, braucht man auch keine Banane. Ja. Probier mal. Das ist so, dass die Kinder nehmen das sofort und denen schmeckt das. Mhm. Das schmeckt wirklich sehr gut. Das ist die Natur hat schon alles, ja? Ja. Das ist ein bisschen salzig, das ist so ein bisschen würzig. Gut, aber viele sagen, ja, ich möchte schon süß. Dann kann man Banane quetschen. Es ist so, dass es bei uns, bei den Erwachsenen, wenn wir gewöhnt sind für die Salz und Zucker, unsere Geschmackssinnorgane, die stellen sich natürlich um auf diese Nahrung. Und dann fehlt uns diese ganzen Salz und Zucker. Aber wenn wir das regelmäßig essen, dann reinigen wir unsere Geschmackssinnorgane und es wird auch mit der Zeit das schmecken. Mhm. Ja, also es gibt natürlich so eine Theorie, welche wir sehr vertreten, dass, dass Früchte nicht mit etwas gemischt werden sollen. Ja? Das ist eine Ausnahme, das ist eine Übergangslösung. Jetzt zum Beispiel, dass man diese Leinsamen mit Banane zusammenmischt. Später vielleicht, wenn ihr mehr auf Trennkost euch angewöhnt habt, dann isst ihr das gerne, total gerne. Einfach Leinsamen und dann Banane kommt dann weg. Aber gut, so ist das dann die Kombination. Mhm. So kann man das auch als Frühstück für Kinder geben. Und das wird dann so auch schön draufgelegt. Kann man so Schicht machen. Oder ja. Vermischen. Oder vermischen. Sieht super aus und schmeckt auch sehr gut. Ich probiere gleich. Ich auch. Sehr gut, sehr lecker. Also ich finde, ich brauche hier kein Salz. Mm. Und ich brauche hier auch kein extra Zucker. Man kann ein bisschen Zimt vielleicht drüber geben. Muss aber nicht. Muss aber nicht, ja. Mhm. Das ist schon gut.